Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Land und herzlich willkommen zurück, liebe Koppa, Hurensöhne, verpisst euch, okay, dieses Video ist nicht kinderfreundlich, dankeschön, nicht verklagen, yay, ja, Erwachsene können auch Spaß an Mario haben. Also ich meine, nicht, versteh mich nicht falsch, Leute, es klingt auch tatsächlich ein bisschen komisch, ich hätte jetzt nichts dagegen. Ja, wenn mir jetzt so ein 6-Jähriger, 7-Jähriger zuschaut und klar fluche ich an der einen oder anderen Stelle, aber ich würde sagen, ich würde wirklich sagen, dass ich kinderfreundlich bin, okay? Und ich meine, das Ding ist ja, dass man bei mir auch was lernen kann und wenn umso zeitiger die Kinder anfangen zu lernen, desto besser. Ja, also ich fördere ja nicht ihre Dummheit, aber ihr habt YouTube gehört, es gibt nur noch ein Schwarz und ein Weiß. Das heißt, entweder alles über 13 oder alles unter 13. Und dann, wenn ich das entscheiden müsste, dann nehme ich doch lieber alles über 13. Ist ja ganz klar. Von daher, ich meine, ja klar, so gesellschaftsmäßig, ich kann damit leben. Ich würde sagen, 13 ist ein gutes Alter. Da hat man vielleicht auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und ich denke, man kann das dann verstehen, was ich sage. Aber ich würde nicht sagen, dass... Das ist ja so das Ding, ich hatte, glaube ich, auch in vor Ewigkeit mal drüber geredet. Ihr kennt ja offensichtlich diese ganzen Kika-Kindersendungen und so weiter. Und das Ding ist ja, Kinder, das ist so diese Scheinheilige. Kinder werden ja auch indoktriniert, ne, in Kindergärten und so weiter. Habe ich schon von Online-Leuten gehört. Beziehungsweise haben halt Menschen, großen freien Journalisten, halt von ihren Erfahrungen berichtet, dass ihnen halt in der Grundschule das und das passiert ist, dass ihren Kindern das und das passiert ist, und da hört man eben halt raus, dass selbst die kleinsten Kleinkinder werden mittlerweile total manipuliert, darauf indoktriniert, dass alles muss farbig sein, alles muss Pipi-Kaka sein, keine Schimpfwörter, kein Rassismus und so weiter. Also der Grundgedanke ist natürlich, klar, es ist super, ja, also natürlich, Rassismus ist nicht gut, aber ihr versteht schon. Die greifen einfach schon vorzeitig ein und deswegen, was ich sagen will ist, wenn der Staat, wenn die Schulen, die Erzieher schon vorzeitig in die Erziehung der Kinder eingreifen, also ich meine, in erster Linie sollten das ja nur die Eltern machen. Wenn andere schon mit da eingreifen, dann wüsste ich nicht, wieso ich das nicht tun sollte. Weil ich würde es ja ins Positive lenken und nicht ins Negative. Aber Fakt ist jedoch, wenn man sich halt entscheiden muss, dann muss man es halt so machen, offensichtlich. So, das war ein normales Level. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen. Okay, Coffee Coast. Die Kaffeeküste. Das klingt super. Oh! Oh, das ist Mario Kart. Ich weiß nicht, ob es die Lieder schon vorher gab. Oh, guck mal, das ist nur Hintergrund. Dich kann ich aber... Nee, dich kann ich auch nicht nehmen. Cool, 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 cool. Das ist doch mal was hier. Wir haben natürlich immer noch Flachland, aber wenigstens kommt jetzt ein bisschen Wasser ins Spiel. Bisschen tatsächlicher Strand. So ein Strand hat ja tatsächlich auch Wasser. Und jetzt können wir das mal begutachten. Moment, was? Habe ich den denn gerade her? Hat plötzlich ein Schild, ein Panzer in der Hand. Wusste gar nicht, wo ich den jetzt her habe. Lul. Wahrscheinlich sehe ich dann wieder im Nachhinein so, naja, nee, ich hatte den gerade einfach... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich gerade einen Blackout hatte. Mir kam das so vor, als hätte ich ihn auf einmal in der Hand gehabt. Vielleicht habe ich ja aus Versehen auch einen Cheatcode aktiviert. So war da schon der Mittelpunkt. Yay, yeah, schön wegballern. Ach stimmt, ja, die fliegen ja... Schon wieder vergessen, die... Ja, ich muss zugeben, ich habe eine kleine Pause gemacht. Die fliegen ja nach vorne, ja, nicht irgendwie, die hüpfen ja nicht, so wie bei Mario. Ja, da unten wieder eine Münze, ich mag das nicht unbedingt einsammeln. Ich meine, klar, so, wenn du wirklich auch was, ja, es war klar, dass das jetzt passiert, zu erkundschaften hast und so weiter, dann kann man das mal machen, aber... Das fühle ich jetzt, ehrlich gesagt, gerade hier nicht so. Ja, deswegen sind sie auch offensichtlich zu finden. Ich widerspreche mich gerade. Ja, wenn es nicht zu erkunden gibt, dann kann man sie ja auch eigentlich mitnehmen, weil sie ja dann offensichtlich auf dem Weg liegen. Aber, nee. Also, ich habe so das Gefühl, als würde das Spiel mich irgendwie anregen wollen. Aber es regt mich halt nicht an. Typisches Problem. Keiner kriegt meine Erektion zum Laufen. Lul, nein, Spaß.
So. Krabben, das ist neu. Das ist doch was. Da weiß ich gerade spontan gar nicht, wo die herkommen. Vielleicht sind das auch einzigartige Gegner. Wobei ich ja sagen muss, dass ich, da sollte ich mich auch mal korrigieren, wobei man sich ja nicht sicher sein kann, dass das jemand mitkriegt, der andere Mario Let's Plays gesehen hat. Dieser fucking... Oh, schade, okay, ich kann nicht auf sie rausspringen. Dieser fucking Geistgegner aus, ja, offensichtlich Mario Hex. Ich dachte... Ne, das geht doch. Oh, jetzt sind sie aber aggressiv. Ich dachte, der wäre einzigartig. Aber durch dieses Mario Secret Exit Video, von dem ich, glaube ich, erzählt hatte, ne? War doch hier in dem Let's Play. Da dürfte ich dann feststellen, dass das ein offizieller Boss ist, ne? Ich hatte den anscheinend nun nie gesehen, weil ich nie dieses Secret Exit freigeschaltet hatte oder so. Dieses eine bestimmte, keine Ahnung, was das jetzt war. War irgend so ein Geisterhaus. Geisterhaus kann ich ja sowieso nicht leiden, wie viele von euch vielleicht wissen. Ist einfach, keine Ahnung, die Atmo oder so. Ich bin ja auch kein Geisterfan. So dieses plumpe, ja, und Geister und hu, spooky, Hexi, ja, geil, nee. Ich mag eher dann wirklich so meine Vampire und Werwölfe. Das andere ist mir tatsächlich zu Kika-mäßig. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch irgendwie so ein Horrorspiel da draußen gibt, welches das erfüllen kann. Naja, ich liebe ja sowas wie Silent Hill auch. Silent Hill, Resident Evil. Gut, Zombies. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Zombies mit Hexen und Geistern vergleichen will. Na, aber so dieses... Oh nein! Kann ich das eigentlich noch resetten? Fuck, nee. War das jetzt? Das war wahrscheinlich nur für irgendeine Münze oder so, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Secret Exit Level war. Ja, also nicht dieses Huhu, sondern wirklich dieses subtile, diesen psychologischen Horror, den finde ich richtig geil. Eben weil man aufgrund der Psychologie da so viel reininterpretieren kann oder auch sogar muss. Ja, weil es ist ja Horror, den versteht man sogar dann vielleicht auch gar nicht, wenn man nicht drüber nachdenkt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie freue ich mich gerade über dieses Wasserlevel. Ist tatsächlich mal was anderes. Also im Vergleich zu diesen Flachland-Leveln. Ja, ne, psychologischer Horror. Extrem geil. Ich komme leider wieder nicht auf den Musiktitel. Ach, was? Ich dachte, wenn ich da vorstehen bleib, kommt er nicht raus. Ne. Also auch jetzt auch nicht im Sinne von, ich komme nicht drauf und müsste es aber wissen. Ne, mir sagt der Titel tatsächlich gar nichts, der im Hintergrund läuft. Jetzt habe ich es schon wieder versucht. Okay. Da ist das Schlüsselloch. Ui, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Tatsächlich, okay. Aber ich mag das hier mit den... Da ist er. Mit den Panzern hier. Bringt ein bisschen Atmo rein. Gefällt mir. Ja, komm! Ja, weil... weil man so abgeht, wenn man einen Gegenstand in der Hand hält. Fuck, das war gerade extrem dumm, ne? Hatte ich einen Checkpoint? Nein, oh, schade. Naja, wenigstens kriege ich einen Pilz am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in jedem Level so war. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall in vergangenen Hacks definitiv so ein Gamma-V-Ding war. Ist ja auch recht fair, ne? Kann man mal machen. So, ja gut, das war jetzt nicht so viel. Genau, da unten. Ja, am Anfang klang dieses Lied so nach... Was ist das? Super Mario Bros. 1 oder so? Dieses da, 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 da. Aber dann ging es irgendwie in eine andere Richtung und dann wusste ich nicht mehr so weiter. Dann? Ich rede so, als wäre das Level in der Vergangenheit. Nein, 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 nein. Jetzt ist es in der Vergangenheit, aber auch nur temporär. Denn wir müssen da ja jetzt nochmal den normalen Eingang finden, der mich dann vielleicht zum Piratenschiff bringt? Hm. Was glaubt ihr? Könnte das sein? Und was ist es dann? Ist es... Nee, danke, den will ich jetzt nicht haben. Ist es dann vielleicht einfach ein Piratenschiff getarnt? Ein Geisterhaus getarnt als Piratenschiff? Oder ist das vielleicht so ein Bowser-Level? So ein Scrolling-Level?
Gott, bin ich indoktriniert. Ich habe früher immer Wanderlevel gesagt, aber durch das Internet sage ich jetzt auch Scrolling. Ja, naja, Wanderlevel klingt irgendwie schon ein bisschen süßer, finde ich, weil man stellt sich ja dann so vor, dass das Level ja offensichtlich halt wandert. So Scrolling ist halt so wieder so, ja, es klingt so plump irgendwie, so statisch, so emotionslos, ja, es scrollt halt. Ja, wenn ich meine Maus da, wenn ich dieses Mausrad betätige, dann scroll ich auch Internetseiten. Lul. Hui, okay. Wozu sollte ich den jetzt brauchen? Ah, da, okay. Ja, naja. Ja, komm, ich da jetzt noch sinnlos warte. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum die Folgen nicht die 20 Minuten erreichen. Anfangs fand ich's ganz nett. Dachte ich mir einfach so, ja komm Mario und vielleicht in Gedenken an die alte YouTube-Zeit, wo man ja nur maximal 15 Minuten hochladen konnte. Also ganz am Anfang waren es ja 10, ne? Später waren es dann 15 und dann weiß ich gar nicht, ob die 20-Minuten-Grenze, ob die wirklich da war oder ob man sich gesagt hat, okay, man konnte irgendwann über 15 einfach machen und dann, also da, dass es dann quasi keine Grenze mehr nach oben gab, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Falls alte YouTube-Hasen unter euch sind, könnt ihr mir vielleicht gerne mal auf die Sprünge helfen. Ja, nee, eben einfach daran und dann fiel mir auch ein, dass ich ja offensichtlich auf diesen YouTube-Alternativen bin und da kann man ja nur maximal 20 Minuten hochladen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, wenn du normalerweise 20 Minuten machst, dann passt es ja, aber nein. Guck mal, ich hatte recht, mehr oder weniger. Ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie gehofft, das Level wäre vielleicht dunkler, aber okay. Übrigens, manche Lieder sind ein bisschen laut, ne? Tut mir leid. Ist halt nicht bei jedem Lied so. Manche sind dann auch wieder leise. Ist dann tatsächlich schwierig, das Sound technisch ein bisschen einzufangen. Das war klar! Ja, ich hab zu lange mit dem da unten gespielt. Ja, ne? Und da ich ja... Ich strebe ja immer die 20 Minuten an, aber dann rede ich halt irgendwie noch zu lang am Ende, überziehe irgendwie. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal immer auf 14, 15 Minuten eingestellt und dann sollte das passen, ja. Dann kann ich das dann nämlich auch direkt hochladen. Weil momentan ist es ja immer so, dass ich die Sachen, die ich da hochlade, teilen muss, weil ich ja über die 20 Minuten komme. Manchmal nur so eine Minute oder so, aber dann mache ich halt zwei 13-Minuten-Parts oder so, also aus einem Part. Und so passt das. So kann ich alle gleichzeitig bedienen. Ach, guck mal, das kann ich... Ja, das konnte ich sogar kaputt machen. Die Frage ist natürlich, ob mich das jetzt hätte schützen können, wenn ich es nicht kaputt gemacht hätte. Kann ich das hier auch machen? Ja, tatsächlich. Ja, Piratenschiff halt. Gar nicht mal so dumm, die Idee. Seht ihr, wir müssen keinen psychologischen Horror spielen. Man kann auch so anscheinend was in einem... Fuck. In einem normalen Hack finden, in einem Jump'n'Run. Ja, das Ding ist, dass ich jetzt irgendwie Angst hatte, dass... Ich wollte das Level erstmal scrollen lassen, damit ich sicher rüberspringen kann. Aber dann ist offensichtlich das passiert, ja. So, lass mal testen. Wobei, wir müssen ja nicht unten stehen. Nee, es geht durch. Es ist nur Deko. Au! Ach komm, Alter. Dein Ernst? Dein Ernst? Oh nee. Das kann ich jetzt nicht kaputt machen, aber warum sollte ich auch... Okay, das wär wahrscheinlich irgendwas drin gewesen. Nein, ich hasse diese Gegner, ne? Aber ich hab's geschafft. Okay, da hoch. Ja, ne, das ist gar nicht... Nein, das war jetzt so unnötig. Ich wollte gerade sagen, es ist vom Schwierigkeitsgrad gar nicht mal so... schlecht. Weil du ja offensichtlich diese Scrollings hast, du bist... automatisch. Oh, guck mal, haben wir es beim letzten Mal gefunden. Jetzt ist es vielleicht spontan doch gar nicht mehr so schwer, wenn ich jetzt das habe. Spontan unter Druck gesetzt und... Ich denke, so ein Level ist vielleicht auch gar nicht so schwer zu konzipieren. Also den Schwierigkeitsgrad. Ich meine, wenn du so ein Flachland hast und so weiter, dann... Ja, ich weiß nicht. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, das... einschätzen zu können, weil du weißt ja eben halt, das Level scrollt. Oh, das war gerade mega lag. Dankeschön, Spiel. Das Level scrollt und dann packst du halt einfach nur da und da ein paar Gegner hin. Oder hatte ich die Blume die ganze Zeit eingesammelt und ich habe nur wieder Alzheimer? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe mein Nemesis gefunden. Anscheinend.
Ah, fuck, da ist auch die Folge zu Ende. Ja, wobei, nee, wie gesagt, 14 Minuten. Ein Versuch mache ich hier noch. Einmal noch, Leute, einmal noch. Ja, daran vielleicht auch denken, einfach mal die Gegner wegbremsen, aber dazu müsste ich ja offensichtlich... Diese Kugeln sind so eklig. Offensichtlich müsste ich da meine Blume für behalten. Und vielleicht, ich meine, wenn da eine Blume drin war, soll ich das vielleicht auch noch öfter machen. Dann finde ich vielleicht noch das eine oder andere Goodie an Power-Up. So, da einfach rüber. Wow, ja, die direkt, einfach direkt, wenn es möglich ist. Hier beispielsweise. Wobei, wenn ich groß bin, was soll ich denn da noch großartig kriegen? Wenn ich da schon den Drehsprung machen kann. So, hoch. Hier vielleicht. Das Spiel könnte sich ja so denken, okay, er ist kacke, deswegen braucht er es. Nein, am Mittelpunkt. Schöner, schöner Mittelpunkt. Loop, loop. Ja, da war was drinne tatsächlich. Was mir jetzt nur leider nicht so viel bringt. Hui, hui. Knapp. Knapp. Schießt sie aus seinen Augen? Krass. Ist das so beabsichtigt? Das ist so dieser... Dieses magische Blinzeln, das jemanden verhexen soll. Das dafür sorgen soll, dass sich jemand in Luigi verliebt. Nur tötet er die meisten damit. Oder es wirkt halt gefährlich gegen Monster, weil er offensichtlich keine so viel hier hat. Oder die Monster stehen halt einfach nicht auf ihn. Die denken sich so, oh scheiße, ist der hässlich. Nee, danke. Ich geh dann mal. Wow! Und? Nein, es geht noch weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mittelpunkt wirklich in der Mitte ist. Ja? Okay. Immer schön direkt hochspringen. Ach so, da ist das Ende, okay. Da sollen ausnahmsweise keine Kanonen rauskommen. Oh, okay, gut. Leichtes Spiel. Sehr gut. Alles klar, ja, Mensch. Das ist doch gut, dass wir das dann noch geschafft haben. Dann war die Folge jetzt nicht zu unangenehm. Ja, wir haben trotzdem ein paar Sachen geschafft. Keine Frage, aber das, ja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ja, Leute, das war's heute mit Let's Play Super Luigi Land. In der nächsten Folge, ja, machen wir offensichtlich das. Sieht so aus, als könnte da, könnte es zwei Abzweigungen geben, aber nee. Es ist gelb. Hm. Ja, warte mal, was ist denn da unten jetzt? Das ist ja auch ein anderes Level. Vielleicht führt das direkt nach oben. Könnte sein, oder? Coffee Secret. Lass mal in der nächsten Folge das Coffee Secret machen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.